Wir befinden uns hier in der Pascalstraße auf der Horst. Unsere Einsatzkräfte wurden gegen kurz vor 22 Uhr zu einem Verkehrsunfall alarmiert mit zwei beteiligten Pkw. Nach Eintreffen der ersteintreffenden Kräfte wurde der Verkehrsunfall bestätigt mit mehreren schwer verletzten Personen. Daraufhin wurde das Alarmstichwort erhöht auf sogenannte MANF 10, sodass 5 Rettungswagen und 3 Notarzteinsatzfahrzeuge und der Großraumrettungswagen hier an der Einsatzstelle sowie weiteres Personal von Feuerwehr und Rettungsdienst vor Ort alarmiert wurden. Vor Ort haben unsere Einsatzkräfte dann insgesamt 6 Personen, die bei dem Verkehrsunfall beteiligt waren, vorgefunden. 3 der Personen haben diesen Unfall bedauerlicherweise nicht überlebt. Weitere 3 Personen wurden in umliegende Kliniken mit lebensbedrohlichen Verletzungen transportiert. Des Weiteren war zur Rettung der Personen eine technische Rettung seitens der Feuerwehr erforderlich. Hier mussten mit schwerem Gerät die Personen aus dem Auto teilweise befreit werden. Die Polizei Hannover hat am Montagabend gegen 21.50 Uhr einen Notruf erhalten. Laut diesem soll es hier im Bereich Garbsen-Marienwerder zum Zusammenstoß zweier Fahrzeuge gekommen sein. An der Unfallstelle, wir befinden uns hier auf der Garbsener Landstraße, sind 2 Pkw nahezu frontal zusammengeprallt und mehrere Personen sind verletzt bzw. auch getötet worden. Die Einsatzkräfte sind hier an den Unfallort gekommen. Es befanden sich hier einige Personen, die neben den Fahrzeugen standen, teilweise versuchten, den Personen zu helfen. Einsatzkräfte der Polizei haben umgehend Erste-Hilfemaßnahmen eingeleitet, auch Wiederbelebungsversuche gestartet. Leider verliefen diese bei 3 Personen im Laufe dieses Abends erfolglos. In erster Linie geht es jetzt hier gerade darum, die Insassen zu identifizieren, auch den Fahrzeugen zuzuordnen, denn das ist auch momentan noch nicht zweifelsfrei geklärt, wer in welchem Fahrzeug gesessen hat. Und weiteren Verlauf geht es natürlich darum, die genaue Unfallursache herauszufinden. Das heißt, aus welchen Richtungen haben sich die Fahrzeuge hier aufeinander bewegt, wie ist es zur Kollision gekommen und wie ist es einfach zu dieser ja doch am Ende folgenschweren Kollision mit 3 Todesopfern gekommen. Die Fahrzeuge sind erheblich in Mitleidenschaft gezogen worden. Das kann natürlich damit zusammenhängen, dass es hier sich wirklich um einen Frontalzusammenstoß handelt. Die Fronten sind erheblich deformiert. Möglicherweise spielten auch Geschwindigkeiten eine Rolle. Dazu können wir momentan aber noch keine gesicherten Angaben machen. Das ist jetzt Teil der Ermittlung des Verkehrsunfalldienstes. Ja, wir haben hier eine Vielzahl von Personen vorgefunden. Es sind Zeugen, es sind Schaulustige, die an die Unfallstelle gekommen sind. Wir haben teilweise aber auch Angehörige hier an der Unfallstelle vorgefunden. Auch im Verlauf des Einsatzes kamen weitere Angehörige hinzu. Es sind natürlich erschreckende Bilder für diese Personen, sodass es absolut richtig war, die Seelsorge hier mit hinzuzuziehen, die dann diese Personen betreuen. Aber auch für die Einsatzkräfte, für die das natürlich alles andere als alltäglich ist, mit so einem Ausmaß der Zerstörung konfrontiert zu werden, war es extrem wichtig, hier Seelsorger an der Seite zu haben und möglicherweise, wenn der Bedarf besteht, auch die Gespräche zu suchen. Ja, der Verkehrsunfalldienst ist jetzt erstmal damit befasst, die Identitäten der Betroffenen, der Beteiligten zu klären. Einmal natürlich die personenbezogenen Daten zu erheben, um zu wissen, wie alt die Personen sind, ob sie männlich, weiblich sind und auch in welchen Fahrzeugen sie gesessen haben. Und im weiteren Verlauf geht es dann natürlich um die Klärung der Unfallursache. Wie konnte es an dieser Stelle dazu kommen, dass diese beiden Fahrzeuge zusammengestoßen sind? Das ist die Frage, die den Verkehrsunfalldienst bewegt. Und es gibt natürlich verschiedene Möglichkeiten, dem Ganzen nachzukommen, sei es durch die Befragung von Zeugen, von den überlebenden Insassen, aber eben auch die Auswertung der Spurenlage hier vor Ort am Unfallort.